Yeah, wieder eine Spritztour. Dim, 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 dim. Was ist hier los? Die gucken die Waggons ab. Der es wohl gibt. Wir haben hier jetzt schon zwei. Kann das Ding nicht schneller? Na, hier gibt es auch diese Medaillen. San Andreas wäre ich jetzt tot. Die Waffe kann man hier nicht wechseln. Ich dachte, auf den Bergen steht schon was, ey. Wir sehen ihn an! Ich glaube, ich habe einen erwischt. Ich schicke euch ins Jenseits, Jungs. Nein! Au! Was ist hier los? Zu dieser Jahreszeit sollte man nicht mehr eigentlich mit dem Zweirad fahren. Ich rede, spreche aus Erfahrung. Verdammt, ich wollte gucken, ob das auch Ducati ist. Geht gar nicht. Ich kann mich aber gar nicht ändern. Schon wieder drei. Bam, 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 bam. Ah, da geht immer nicht hin. So. Shit. Aber die Kameraperspektive hat sich geändert. Nee, Granaten. Sie haben einen Waggon abgekuppelt und blockieren den Tunnel. Aber ich glaube, ich habe da vorne eine Abfahrt. Ach man, ich dachte, ich kann jetzt in den Tunnel fahren. Ich habe den Weg schon gesehen. Aber ich dachte, das könnte man auch. Nochmal. Was war das? Was ist hier los? Die gucken die Waggons ab. So. Bam. Perspektive.
Lehrer ist ja mal wieder total toll. Wo man hier wieder drauf lupfen kann. Medipack. Einer ist besser als zwei. Nein! Ich ging ihm zu. Das war's. Ey, das ist doch wieder... So sagen, dass da eine Mauer ist. Ja, da steht Ducati hinten drauf auf dem Motorrad. Du bist so ein... Was willst du? Du hast mich Lampe genannt, du Idiot. Mich würde interessieren, ob man auch auf dem Motorrad drauf kann, aber das gehe ich jetzt nicht. Vielleicht sind da dann da oben diese bronze, silber, goldenen Dinger. Gut, dass man hier Pistolen unendlich hat. Also Munition. Was ist passiert? Sie haben ein paar Waggons abgekuppelt und blockieren den Tunnel. So, jetzt aber nicht. Geht's weiter. Danger. Ich mag Gefahr. Trollpunkt. Da bin ich wieder. Das war knapp. Ich könnte auch keine Ruhe geben. Wow, nicht gegen Baum fahren. Das ist Abenteuer schnell vorbei. Ah. Verdammt, zu früh. So. Ja. Bam, 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 bam. Nein. Aua. Das hat weh. Ach ne, hier ist Medipack. Okay. Ich schieße.
nicht laden. Das ist doch mal langsam gut hier. Oh shit, Alter. Ich will mich nicht selber grillen. So. Haha. Mann, ein Auto ist besser. Nach vorne. Verdammt. Das reicht doch jetzt. Bin ich dann fertig? Meine Hände frieren. Schon wieder ein Tunnel. Dann ich schon mal. Das ist doch gar nicht gefährlich. Der holt sich die Map jetzt oder wie? Ist er öde. Verdammt! Shit! Verdammt! Scheiße! Ja, das war jetzt nicht so geplant, aber ja. Los! Verbesser! Ich geb mein Bestes. Shit. Zum Glück haben wir das auch falsch. Ja, zum Glück war. Scheiße. Willst du mir etwas erzählen? Das war Absicht. Natürlich. Ich wusste es. Jetzt geht's ab. Ducati. Polar Express. Nein! Was sollte das jetzt? Da unten scheint es Ärger zu geben. Wow. Runter! Willst du doch nicht den Kopf brechen? Was jetzt? Parken! Zack! Lebo hat es wieder mal geschafft. Schöne Jacke ist weg. Puh, ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überrollt. Was ist mit dir? Geht mir ähnlich. Amanda ist schon drin und die Tür ist zu. Und was jetzt? An der Wand rechts neben der Frachttür ist ein Ventilator. Er läuft. Sie hat also Strom. Wie willst du da reinkommen? Egal, irgendwie. Damit mal. Dass der auch immer so übertreiben muss.
Das ist heiß. Moment. Ist das auch so ein Ding, was man so mit einem Haken nach vorne... Ja. Nee. So. Halt festhalten. Schön weiter. Und jetzt. Nein, bleib hier. Und zack. Ja, ich habe es mir jetzt anders vorgestellt. Jetzt muss ich da hoch. Also. Es wird kälter. Drücken Sie Leertaste und je länger sie, desto höher und weiter springen Sie. Du hast wieder mal lang abgestolpert. Was macht dieser Typ eigentlich hier? Er versucht abzuhauen und das seit den 50ern. Der arme Kerl ist erfroren. Kein schönes Ende für einen Wissenschaftler. Das Experiment ging daneben. Der KGB hat alles abgeriegelt. Er wollte durch die Lüftungsschächte fliehen und ist stecken geblieben. Mein Gott. Tja, Pech gehabt, wa? Sind wir also in dieser Einrichtung aus den 50er. Das Labor. Hui, hui. Verdammt. So? Nee. Hoppa. Hier drin ist es ja viel kälter als draußen. Da ist nichts. Gut, dass du einen Thermoanzug an hast, wa? Musik erlaufen. Pass auf! Verdammt! Ich dachte, das klappt. Ach, nicht schon. Die Strom einzuschalten war wohl keine so tolle Idee. Wie es aussieht, haben da drin ein paar Geräte keinen Saft. Die
Sitzung zum Beispiel. Okay. Hier hoch. Ah, hier kann man auch hochklettern. Gut. Ja, was dazugelernt. Wie war das Problem ja, dass man es nicht machen konnte. Länger ziehen. Ah. So, damit ich mehr Schwung kriege. Die Lampen, sie hat nur den Notstromgenerator gefunden. Sie kam durch den Haupteingang rein. Hier ist sie wohl nicht gewesen. Das da drüben sieht aus wie ein Generator. Den hätte sie sonst bestimmt angeworfen. Scheint so, als wäre der Treibstoff alle. Steht denn hier irgendwas auf Russisch? Das ist eine Karte der Anlage. Ziemlich altmodisch. Sieht bei Licht vermutlich ziemlich abgefahren aus. Okay. Ich sag mal spontan, da hier weiter hier lang nichts hingeht, dass wir da sind. Treibstoff. Ich glaube, die Tür wird von einem Mechanismus geöffnet. Und der braucht Strom. Ah, hier hoch. Es scheint so, als würden wir Amanda gleich treffen. Boah. Das müsste reichen. Wir sind da gewesen. Ob das giftig ist? Ich schätze, das ist ein Kühlmittel. Keine Ahnung, was für eine tödliche Scheiße die Russen verwendet haben. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ja. Wir sind aber da vorbei. Okay. Geh über den Nebel. Ah.
wieder so was von einleuchtend. Man kann nicht einschätzen, wie weit Lara wirklich springen kann. Wie hoch. Ich würde das zum Beispiel nicht schaffen. Ja, gutes Timing. Nein! Das hat mein Stuhl geknackt. So, nochmal. Jetzt kenne ich ja den Weg. Mal rüber, zack, hopp. Anders, ich warte. Ach so, das. So.